Ja, guten Abend. Mein Name ist Dr. Michels aus der Neurologie hier in Altona. Ich freue mich über Ihr Interesse an der Sprechstunde Altona. Und heute soll es gehen um das Thema Parkinson erkennen und behandeln. Und da würde ich auch gleich mit der Präsentation starten. Also der Titel, wie gesagt, Parkinson erkennen und behandeln. Da muss ich gleich zu Beginn der Präsentation, also mit dem Begriff Parkinson, etwas genauer umgehen und das genauer definieren. Denn Parkinson ist ein eigentlich umgangssprachliches Wort. Worüber wir in der Präsentation jetzt hauptsächlich sprechen werden, ist der Morbus Parkinson, den James Parkinson mal beschrieben hat als ein einheitliches Krankheitsbild. Und davon zu unterscheiden sind aber andere Begriffe, wie zum Beispiel das Parkinson-Syndrom oder wahrscheinlich synonym gemeint, das Parkinsonoid. Bei welchen Symptomen denken wir an die Parkinson'sche Erkrankung? Und wenn Sie das einen jungen Arzt fragen, dann kommen da immer die gleichen drei Begriffe sofort wie aus der Pistole geschossen. Wir denken an Menschen, die eine Muskelsteifigkeit entwickeln. Das heißt, bei uns gebräuchlichen Fremdwort Rigor, die ein Zittern entwickeln oder eben mit dem Fremdwort Tremor gemeint und die eine zunehmende Unbeweglichkeit entwickeln. Das ist die sogenannte Akinese, also die Fremdworte Rigor, Tremor und Akinese. Das gilt so als die typische Trias, die typische Symptomkonstellation, die auf einen Morbus Parkinson hinweist. Jetzt muss man damit sehr vorsichtig sein, weil das sind keine unbedingt für dieses Krankheitsbild ganz typischen oder ganz die Diagnose sichernden Symptome. Sie sehen auf der Abbildung hier nebendran, da kommen dann noch weitere Symptome dazu. Wenn Sie so einen Patienten betrachten, dann hat er häufig eine etwas gebeugte Haltung, hat so ein etwas maskenhaftes Gesicht. Er hat ein vermindertes Mitschwingen, das kann man sehen, wenn man den Menschen beim Gehen beobachtet, geht eher so etwas vornüber gebeugt und hat vor allen Dingen einen kleinschrittigen und verlangsamten Gang. Das ist zunächst mal einfach eine Beschreibung, wie so ein Parkinson-Patient von außen aussieht. Und man muss eben davor warnen, dass jetzt nicht jeder, der diese Symptome hat, automatisch einen Morbus Parkinson hat. Also ich sage das mal am Beispiel des Zitterns. Es gibt ganz unterschiedliche Formen von Tremor. Für den Morbus Parkinson typisch ist der sogenannte 3 pro Sekunde. Das zeigt die Frequenz an. Ruhetremor, also wenn Sie ruhig im Sessel sitzen und haben einen Tremor, der mit 3 pro Sekunde auftritt, dann ist es der typische Parkinson-Tremor. Es gibt aber völlig andere Tremores, die gar nichts mit diesem Krankheitsbild zu tun haben. Will sagen, nicht jeder, bei dem Sie ein Zittern sehen, hat deswegen gleich die Verdachtsdiagnose Morbus Parkinson. Und für Zustände, die so ähnlich aussehen, benutzen wir dann eben das Wort Parkinson-Syndrom. Das ist deswegen so wichtig zu unterscheiden, weil nur der Morbus Parkinson auf die dafür geeigneten Medikamente tatsächlich anspricht. Das wäre also falsch bei jemand, wo man einfach vom äußeren Eindruck sagt, na ja, der hat jetzt so ein Zittern, das erinnert mich irgendwie an Parkinson und ein bisschen steif ist die Muskulatur auch und er ist auch so unbeweglich. Also so einen Menschen dann gleich mit Parkinson-Medikamenten zu behandeln, weil man sagt, das kann ja eigentlich nur der Morbus Parkinson sein. Das ist sicherlich verkehrt, sondern man muss vorher eine Reihe von Untersuchungen machen. Deshalb sage ich hier nochmal fettgedruckt, nicht jeder Patient mit den typischen Symptomen, die ich eben geschildert habe, also Rigor, Tremor und Akinese, hat unbedingt einen Morbus Parkinson. Deswegen ist es wichtig, dass man für die Stellung der Erstdiagnose sich durchaus an Experten wendet, also am ehesten an Neurologen und nicht, dass der Hausarzt bei einem leichten Zittern sagt, na, das wird jetzt Parkinson sein und Ihnen dann entsprechende Medikamente verschreibt. Also die Erstdiagnose sollte durch einen Fachmann gestellt werden. Der wird dann neben den schon geschilderten Symptomen
außerdem verschiedene Untersuchungen machen. Und er wird beginnen damit, dass er sagt, er macht eine Anamnese, also fragt nach ihrer kranken Vorgeschichte und sucht dabei schon nach typischen Frühzeichen, die auf einen Morbus Parkinson hinweisen können. Das kann sein, zum Beispiel, sind jetzt nur einige Beispiele hier genannt, dass sie berichten können, dass schon länger aufgefallen ist, dass das Geruchsvermögen vermindert ist. Oder, was ein ganz typisches Zeichen für einen Morbus Parkinson ist, dass die Symptome, also das Zittern und die Steifigkeit, nicht etwa symmetrisch an beiden Armen gleichzeitig auftreten, sondern dass das zunächst mal nur an einer Seite oder zumindest einseitig betont auftritt. Das wären so typische Frühzeichen für einen Morbus Parkinson. Das alles ist also die Anamnese und das ist dann die körperliche Untersuchung, in denen er dann eben untersucht, ist diese Steifigkeit der Muskeln tatsächlich ein sogenannter Rigor. Das ist also nicht einfach nur steif, sondern wir nennen das auch Zahnradphänomen beim Durchbewegen der Muskeln. Ist das Gangbild typisch für einen Parkinson? Das bezieht sich alles auf die körperliche Untersuchung. Wenn er das dann durchgeführt hat und der Verdacht steht weiterhin im Raum, dann sollte man in jedem Fall vor der Diagnosestellung des Morbus Parkinson auch weitere Untersuchungen machen. Deshalb, also wir müssen ausschließen, dass symptomatische Formen eines Parkinson-Syndroms vorliegen. Und deswegen machen wir routinemäßig ein Kernspintomogramm des Kopfes, um auszuschließen, dass irgendeine andere Ursache hinter diesen Symptomen steckt. Manchmal kann man, wenn man sehr genau hinguckt, typische Frühzeichen des Parkinson auch im Kernspintomogramm sehen, aber es geht mehr darum, andere Ursachen auszuschließen. Und in den letzten Jahren mehr und mehr aufgekommen ist das, was Sie hier in dem zweiten Bild sehen, das ist ein Ultraschall des Gehirns und da kann man eben die betroffene Substanz, die nicht in Ordnung ist beim Morbus Parkinson, hier so im Ultraschall hell aufleuchten sehen. Also diese beiden Untersuchungen sollten in jedem Fall gemacht werden, bevor die Diagnose eines Morbus Parkinson gestellt wird. Und dann geht es, habe ich eben schon gesagt, vor allen Dingen auch darum, andere Ursachen zu finden. Da kommen wir jetzt auf den weiten Bereich. Was kann alles ein Bild machen, das so ähnlich aussieht wie ein Morbus Parkinson? Es gibt Medikamente, bestimmte Neuroleptika, die können ähnliche Bewegungsstörungen machen. Und das kann dann aussehen wie ein Morbus Parkinson, ist aber letztlich eine Nebenwirkung der Medikamente. Das zweite Stichwort, das hier steht, die Mikroangiopathie, das bezieht sich darauf, dass Menschen mit wiederholten, sehr kleinen Durchblutungsstörungen, die sich gar nicht wie ein Schlaganfall äußern, Schaden am Gehirn nehmen können und diese Schädigung dann auch ein ähnliches Bewegungsbild wie beim Morbus Parkinson machen kann. Und es gibt andere, seltenere neurodegenerative Erkrankungen, die auch zunächst ein ähnliches Bild machen können wie der Morbus Parkinson, die aber eben auch nicht mit den für Parkinson reservierten Medikamenten behandelt werden sollen. Also erster Schritt klinische Untersuchung, zweiter Schritt ist dann die apparative Diagnostik mit Kernspin und Ultraschall. Und das dritte ist, dass wir gucken, gibt es eventuell andere Ursachen, die diese Symptome auslösen können. Wenn wir danach denken, na, das könnte jetzt tatsächlich ein Morbus Parkinson sein, dann würde ich immer empfehlen, einen sogenannten Medikationstest zu machen. Das ist der sogenannte DOPA-Test. Das läuft so ab, dass der Patient zunächst mal ohne Medikament untersucht wird mit einer speziellen Skala. Da wird eine spezielle Skala erhoben, wo es um körperliche Symptome, auch um Hirnleistungssymptome und auch um eine Gangtestung geht. Und dann verabreichen wir eine größere Menge einer schnell wirksamen Form des L-Dopa, weil wir wissen, dass in der Regel der Morbus Parkinson gut auf Dopa anspricht. Wir also erwarten würden, wenn
wir mit unserer Verdachtsdiagnose richtig liegen und es handelt sich um einen Morbus Parkinson, dass der Patient sehr gut profitiert, wenn er einmalig eine größere Menge schnell wirksames Medikament bekommt. Und dann nach der Medikation machen wir die ganze Testung noch ein zweites Mal. Wenn das eindeutig ausfällt und wir sagen können, ja, auch dieser Test spricht dafür, dass es ein Morbus Parkinson vorliegt, dann würden wir mit einer Medikation anfangen. Wenn wir nicht sicher sind, weil wir sagen, irgendwas stimmt an der ganzen Geschichte nicht oder der Medikationstest ist nicht positiv ausgefallen, dann sollte man noch weitere apparative Untersuchungen machen, zum Beispiel das sogenannte DAT-Scan. Das ist hier mal so ein Bild gezeigt. Auf der einen Seite, hier wo ich jetzt drum fahre, da können Sie sehen, wie das normale Gehirn sich unter diesem radioaktiv markierten Marker verhält, dem Dopamintransporter. Und auf der anderen Seite sehen Sie das typische Bild bei einem Parkinson-Syndrom, bei einem Morbus-Parkinson, nicht Parkinson-Syndrom, sondern bei einem Morbus-Parkinson mit hier so einer verminderten Aufnahme dieses radioaktiv markierten Markers. Dadurch können Sie die Diagnose dann letztlich sichern. Das ist aber nur dann erforderlich, wenn Sie tatsächlich aufgrund der anderen vorausgegangenen Untersuchungen Zweifel an der Diagnose haben. Jetzt haben wir die Diagnose gestellt, also der erste Teil Morbus Parkinson erkennen. Das haben wir jetzt sozusagen geschafft. Und dann ist die Frage, wie geht das jetzt weiter? Ich hatte schon ganz kurz gesagt, wir beginnen dann mit einer Medikation. Gehe ich gleich nochmal ein bisschen näher darauf ein. Ich habe aber hier zunächst mal in einer bisschen komplizierten Grafik den sozusagen natürlichen Verlauf unter einer normalen Medikation aufgezeichnet. Sie sehen hier am Anfang, das ist hier unten, sollen Sie sich sozusagen die Zeitachse vorstellen und Sie sehen in grün, das ist im Grunde genommen die Zeit über den Tag, in der es dem Patienten gut geht, an dem er von seiner Erkrankung gar nicht richtig was bemerkt. Und Sie sehen hier beispielhaft einen Tag aufgezeichnet. Der Patient kriegt dreimal am Tag Medikamente, hier markiert durch diese grünen Pfeile. Und eigentlich ist er in der ganzen Zeit in diesem grünen Bereich. Er merkt also ganz wenig davon, dass er überhaupt einen Morbus Parkinson hat, muss halt regelmäßig seine Medikamente nehmen. Und diese Linie zeigt an so ungefähr die Medikamentenspiegel. Und auch wenn das Medikament in nur geringer Dosis vorhanden ist, reicht es immer noch aus, dass der Patient seine Erkrankung gar nicht bemerkt. Da das aber eine degenerative Erkrankung ist, also da geht es um den Abbau von Zellen letztlich und die ja fortschreitet über die Jahre, kommt dann irgendwann eine Phase, wo das nicht mehr so schön funktioniert. Sie sehen, dieses grüne Fenster hier wird schmaler und schmaler über die Zeit. Und der Patient, da hat der Doktor jetzt schon reagiert, hat ihm schon gesagt, na, du musst ein bisschen häufiger Medikamente nehmen. Der nimmt jetzt schon viermal am Tag Medikamente. Und immer dann, wenn er es eingenommen hat, dann steigt kurzzeitig der Spiegel über diesen grünen Bereich hinaus. Und das bedeutet, dass der Patient Medikamentennebenwirkungen in Form von Überbeweglichkeit, sogenannten Dyskinesien, bekommt. Und am Ende der Dosis fällt der Medikamentenspiegel unter den grünen Bereich und dann ist sozusagen die Wirksamkeit vermindert und der Patient wird steif oder bekommt sein Zittern wieder und seine Unbeweglichkeit. Das heißt, jetzt wird es unbefriedigender. Er merkt, ich habe einen Morbus Parkinson. Wenn ich eine Tablette nehme, dann ist das vielleicht zu viel von der Dosis. Ich werde überbeweglich. Wenn die Tablette aufhört zu wirken, werde ich steif und unbeweglich und kann mich im Bett nicht mehr umdrehen oder kann plötzlich meinen täglichen Verrichtungen nicht mehr nachgehen. Der Doktor reagiert, indem er sagt, ja, dann musst du das häufiger nehmen, in der Hoffnung, dass er das hier lange im grünen Bereich halten kann. Leider schreitet die Erkrankung weiter fort. Der grüne Bereich wird immer schmaler. Und jetzt wird es gar nicht mehr so richtig voraussagbar. Der Doktor hat hier reagiert und hat gesagt, jetzt musst du es noch öfter nehmen. Es wird gar nicht mehr so richtig voraussagbar, wann ist er denn jetzt überbeweglich, wann ist er unterbeweglich. Also hier ist er unterbeweglich, obwohl er eine Tablette eingenommen hat. Das hat verschiedene Gründe, die man auch noch nicht so richtig hundertprozentig verstanden hat. Aber es wird unbefriedigend, weil die Zeiten in der sogenannten Off-Time,
also da, wo der Patient unbeweglich ist, oder in der Überbeweglichkeit mindestens jetzt mal so lang sind wie die, wo es ihm gut geht. Das wäre sozusagen der leider dadurch, dass es eine degenerative Erkrankung ist, schicksalhafte Verlauf des Morbus Parkinson. Und jetzt gehen wir mal auf die einzelnen Möglichkeiten ein, die wir zur Behandlung haben. Einmal gibt es gibt im Grunde genommen zwei große Klassen von Medikamenten. Das eine sind die sogenannten DOPA-Agonisten. DOPA ist der Botenstoff, der für die Übermittlung im Gehirn zuständig ist und dessen Mangel sozusagen die Parkinson-Symptome auslöst. Es gibt die DOPA-Agonisten, die ähneln diesem Botenstoff oder sie verlängern dessen Wirkung. Das Problem bei diesen Medikamenten ist, dass sie nicht so stark wirken wie das DOPA selbst. Und vor allen Dingen haben sie leider auch Nebenwirkungen. Bei den Nebenwirkungen muss man immer als behandelnder Arzt besonders hinweisen auf eine ganz unangenehme Sache. Das sind die sogenannten Impulskontrollstörungen. Das heißt, dass die Medikamente dazu führen, dass diese Patienten Impulse nicht mehr kontrollieren können, zum Beispiel spielsüchtig werden können. Das ist dann nicht Folge der Erkrankung, nicht des Morbus Parkinson, sondern Folge unserer Medikation. Und weil das so ist und weil das natürlich auch eine Nebenwirkung ist, über die die Patienten nicht gerne sprechen, wenn sie irgendwelche komischen Verhaltensauffälligkeiten entwickeln. Deshalb muss man am Anfang darauf hinweisen und auch vor allen Dingen mit Angehörigen darüber sprechen, dass das passieren kann und dass man das natürlich dann auch thematisieren muss im weiteren Verlauf. Die zweite Substanz ist das DOPA selbst, also es entspricht dem, was das Gehirn sowieso produziert. Da brauchen wir allerdings dann ein Begleitmedikament, das ist in der Tablette immer schon automatisch mit drin, damit es überhaupt ins Gehirn gelangt. Das Problem beim DOPA selbst ist, dass wir wissen, dass es über die Zeit der Behandlung an Wirkung verliert. Sie haben es vorhin an der Grafik schon gesehen. Ich muss es immer häufiger nehmen und die Dosis wird eher immer weiter erhöht. Es kommt zu einem Wirkverlust über die Zeit, einfach weil die Zellen zugrunde gehen. Und deswegen gibt es eine große Diskussion darüber und letztlich schwankt das so alle paar Jahre. Soll man jetzt in der Behandlung eines Morbus Parkinson mit einem DOPA-Agonisten anfangen, wenn die Symptome noch nicht so ausgeprägt sind, oder soll man gleich DOPA geben? Dann hat man wieder Sorge, dass das nicht so lange in seiner Wirksamkeit anhält. Also das ist eine schwierige Diskussion. Deswegen sage ich auch zur Ersteinstellung, sollten Sie zum Fachmann gehen. Nichts gegen Hausärzte und Allgemeinmediziner, aber auch das ist eine Aufgabe für den Fachmann, sich zu überlegen, wie beginne ich jetzt die Therapie? Und das zweite Problem beim DOPA sind auch wieder die Nebenwirkungen. Ich habe es eben schon an den Kurven gezeigt. Das DOPA kann, wenn es zu hoch dosiert ist, eine Überbeweglichkeit, so komisch fehlerhafte Bewegungen machen. Und es kann leider auch Halluzinationen auslösen. Wobei dann immer schon schwer zu unterscheiden ist, was ist jetzt beim fortgeschrittenen Morbus Parkinson die Erkrankung selbst und was ist unsere Medikation. Aber das sind Gründe, warum Sie auch zur Ersteinstellung sich an einen Neurologen wenden sollten. Dann, das habe ich eben gesagt, dann gehen Sie zum Neurologen. Nach der Ersteinstellung ist es im Grunde genommen erstmal einfach und es bleibt viele Jahre einfach. Sie können mit einer relativ niedrigen Dosis DOPA oder mit einem DOPA-Agonisten behandeln und der Patient wird zufrieden sein und der Arzt ist auch zufrieden, weil er nicht viel tun muss. Dreimal am Tag soll eine Tablette genommen werden und dem Patienten geht es gut. Und das geht oft über viele Jahre so, sodass da jetzt der Neurologe begleitend dabei sein wird, aber es werden in den ersten Jahren keine großen Probleme auftauchen. Dann habe ich das jetzt eben hier nochmal rausvergrößert, dann kommt diese Phase des moderat ausgeprägten Parkinson-Syndroms, wird es hier genannt. Nach einigen Jahren sagt der Patient eben, naja, ich merke jetzt aber schon, wenn ich morgens, sagen wir, ich nehme meine Tabletten um 7 und um 15 Uhr und um 23 Uhr und ich merke aber um 13 oder 14 Uhr, da hört die Morgentablette auf zu wirken und ich werde irgendwie unbeweglich. Und dann sagt der Arzt, naja, dann müssen Sie die
nächste Tablette ein bisschen vorziehen. Wir kommen jetzt aus einem 8-Stunden-Rhythmus irgendwie auf einen 6-Stunden-Rhythmus. Nehmen Sie die halt 4-mal am Tag. Dann kommt der Patient in die Klinik und sagt, ja, wenn ich das aber tue, dann eine Stunde nachdem ich oder eine halbe Stunde nachdem ich die Tablette genommen habe, da werde ich so ganz unruhig, da kann ich gar nicht mehr ruhig auf meinem Stuhl sitzen bleiben. Das dauert dann eine Stunde und dann ist es wieder gut. Und gegen Ende der 6 Stunden fängt es aber schon wieder an, dass ich mich nicht richtig bewegen kann. Also da haben wir genau diesen Kurvenverlauf. Die Wirkdauer der Tablette hat sich natürlich nicht geändert, aber die Krankheit ist weiter fortgeschritten. Das grüne Feld hier, das ist sozusagen schmaler geworden und deswegen ragt hier oben die Überbeweglichkeit raus und hier unten die Unterbeweglichkeit. Also, was kann man tun? Das eine habe ich jetzt immer schon gesagt, man kann die Einnahmeintervalle verkürzen. Sie nehmen Ihre Tabletten nicht mehr alle 8 Stunden, sondern jetzt alle 6 Stunden ein. Wir geben jetzt andere Medikamente dazu. Nehmen wir an, wir haben mit L-Dopa begonnen in der Behandlung. Wir geben dann einen Dopa-Agonisten dazu, weil wir hoffen, dass der sozusagen diese Wirksamkeit verlängert und diese Phasen überbrückt. Und es gibt vom Dopa ganz unterschiedliche Präparationen, die unterschiedlich lange wirken. Also das Typische ist zum Beispiel, dass Sie morgens eine sehr schnell wirksame Präparation nehmen. Das sogenannte zum Beispiel Madopar-LT ist eine Tablette, die da möglich ist. Die löst sich halt sehr schnell auf, wird sehr schnell aufgenommen und wirkt auch entsprechend schnell. Und dass Sie abends im Gegenteil eine stark retardierte, also eine verzögert wirkende Tablette nehmen, damit Sie einigermaßen lange über die Nacht eine Wirkungsfreisetzung haben. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten zu reagieren, um diese Phasen, in denen Sie im grünen Bereich sind, zu verlängern. Kombination, Intervalle verkürzen und dann eben unterschiedlich retardierte Medikamente einnehmen. Wenn das jetzt noch weiter fortschreitet, haben wir hier gesagt, dann wird es irgendwie jetzt unvorhersehbar, wann, ich kann gar nicht mehr sagen, jetzt sind wir schon bei 6-mal einnehmen, viel mehr geht auch eigentlich nicht. Da kriegen Sie gar keinen vernünftigen Nachtschlaf mehr. Also weitere Einnahmeintervalle verkürzen, das hilft uns nichts. Und es ist auch gar nicht mehr so richtig vorhersehbar, wie das funktioniert. Es ist nicht mehr so, dass immer, wenn Sie eine Tablette eingenommen haben, eine halbe Stunde später die Überbeweglichkeit kommt und 3 Stunden später die Unterbeweglichkeit, sondern das wird so völlig irregulär. Und dann gibt es, das darf man da keinen Schreck kriegen, verschiedene invasivere Maßnahmen zu reagieren. Wir sagen, jetzt geht das nicht mehr, du kannst nicht noch häufiger deine Tabletten einnehmen, dann wäre es gut, den Wirkstoff kontinuierlich zuzuführen. Es gibt das Dopa auch in einer löslichen Form, die man direkt über so eine Sonde in den 12-Fingerdarm eingeführt applizieren kann und das läuft dann einfach kontinuierlich. Damit hoffen wir uns, diese Gipfel und Täler hier zu ersparen und sagen, wenn wir das kontinuierlich über 24 Stunden dauerhaft geben, dann werden hoffentlich solche Kurven nicht entstehen. Das ist die eine Möglichkeit. Und etwas anderes, das gehört jetzt gar nicht so ganz sicher in den Bereich des ganz späten Parkinson-Syndroms, und das ist auch für viele Patienten erstmal erschreckend, ist die sogenannte Tiefenhirnstimulation. Da ist es schwierig, den richtigen Zeitpunkt abzuwarten, weil natürlich will man nicht einen Parkinson-Patienten im Frühstadium schon mit einer Sonde im Gehirn versorgen. Aber wenn man sich dazu mal Publikationen anguckt, dann ist das schon eine sehr wirkungsvolle Methode für viele Parkinson-Symptome, so etwas wie ein Herzschrittmacher, nur dass die Sonde eben nicht ins Hirn, sondern nicht ins Herz, sondern in die betroffenen Hirnareale gelegt wird und dann kontinuierlich dort Signale abgibt. Und damit kann man auch sehr gut Parkinson-Symptome beeinflussen. Das darf man nicht zu spät machen. Deswegen ist es ganz schwierig herauszufinden, wann ist man genau gerade an der richtigen Phase. Also deswegen, das muss ich so ein bisschen vorsichtig sagen hier, das ist von der Abbildung her fast schon ein bisschen zu spät im Krankheitsverlauf. Das wäre jetzt sozusagen das, was wir an medikamentöser Behandlung
an Möglichkeiten haben. Damit ist aber die Therapie des Morbus Parkinson bei Weitem nicht erschöpft. Ich habe schon zwischendurch immer von Nebenwirkungen der Medikamente gesprochen. Ich habe schon den Begriff der Dyskinesien, also der fehlerhaften Bewegung, oder der Hyperkinesien, der Überbeweglichkeit gebracht. Ich habe über Halluzinationen, die auftreten können, auch durch unsere Medikamente gesprochen. Und ich habe auch die Impulskontrollstörungen erwähnt. Und natürlich müssen auch alle diese Nebenwirkungen wieder behandelt werden. Das ist ein schwieriges Thema. Manchmal hilft es, Medikamente zu reduzieren, aber zu weit kann man das auch nicht, weil dann wiederum die Parkinson-Symptomatik schlimmer wird. Dann muss man andere Medikamente noch dazugeben. Also in dieser Phase ist es wieder so, dass es mit der Behandlung sehr, sehr schwierig wird und dass sie da ohne einen Neurologen nicht zurechtkommen. Und wir haben jetzt die ganze Zeit eigentlich hauptsächlich gesprochen über die motorischen Symptome des Parkinson. Aber wie man über die vielen Jahre gelernt hat, es gibt eine ganze Reihe von nicht motorischen Symptomen, die beim Morbus Parkinson auftreten. Da steht die Depression mit im Vordergrund. Es gibt Menschen, die eine demenzielle Entwicklung durchmachen im Rahmen ihrer Erkrankungen. Ganz häufig kommt es zu Schlafstörungen, entweder durch die Halluzinationen zum Beispiel. Patienten berichten häufig, dass sie lebhafte Träume haben und deswegen schlecht schlafen, oder durch die Unterbeweglichkeit, wenn sie sich vorstellen, dass man sich nachts nicht mal mehr umdrehen kann, dann wird es auch zu Schlafstörungen führen. Ein ganz häufiges Symptom ist die Verstopfung, Obstipation, weil dass der Morbus Parkinson nicht nur die motorischen Nerven, sondern auch das sogenannte vegetative Nervensystem betrifft. Es gibt Patienten, die nicht nur aufgrund ihrer Gangstörung, sondern auch aufgrund von Kreislaufstörungen häufig stürzen. Das ist dann der Zusammenhang der Sturzneigung mit der orthostatischen Hypotonie. Das heißt, dass der Blutdruck, wenn die sich schnell aufrichten, sehr, sehr schnell absackt und dass die Patienten dann umfallen und sich dabei stark verletzen können. Also da gibt es eine ganze Menge Hürden zu überwinden, die nicht sich jetzt nur auf die motorischen Symptome beziehen. Und es kann sein, dass man die motorischen Symptome ganz gut im Griff hat und trotzdem eben eine ganze Reihe von Nebenwirkungen und nicht motorischen Symptomen ständig neu behandeln muss. Das heißt, daraus folgt auch, dass Parkinson-Therapie nicht nur Medikamente sind, sondern auch nicht medikamentös ist. Also ich habe hier nochmal jetzt zusammengefasst, das habe ich im Grunde genommen zum großen Teil schon gesagt, was der Arzt tun kann. Da geht es ja häufig um Medikation, aber nicht nur der ärztliche Bereich ist in der Behandlung des Morbus Parkinson wichtig, sondern im Grunde genommen von Beginn an der Erkrankung auch weitere Therapiebereiche, vor allem natürlich die Physiotherapie. Da gibt es die sogenannte LSVT- und BEG-Therapie, die von Anfang an darauf ausgerichtet ist, große Bewegungen zu trainieren, Sturzursachen zu vermeiden, an Gleichgewicht und Haltung zu trainieren. Es geht um Schmerzreduktion. Wenn Sie sich vorstellen, wenn die Muskulatur immer versteift ist, dann ist natürlich häufig auch ein Schmerz ein Problem. Also das alles ist Aufgabe der Physiotherapie, die sehr intensiv betrieben werden muss. Neben der Physiotherapie ist es aber auch so, dass beim Parkinson sich Sprechen und Schlucken verändern und zunehmend zum Problem werden. Die Patienten sprechen leiser, undeutlicher. Die kriegen häufig eine Schluckstörung und deswegen braucht es auch in der Behandlung des Morbus Parkinson unbedingt die Logopädie, die da entsprechende Trainingsprogramme durchführt. Und natürlich brauchen wir unbedingt auch die Ergotherapie, bei der es darum geht, Alltagsfähigkeiten zu erhalten oder sogar wieder zu verbessern. Da geht es vor allen Dingen dann auch um feinmotorisches Training, solange die Patienten noch arbeiten, um berufsbezogene Trainings, um Hirnleistungstraining. Also das ist ein ganz weiter Rahmen, der eben nicht vom Arzt alleine und mit Medikamenten alleine bewältigt werden kann. Und dann kommt da letztlich
wenn es optimal läuft, ein Team zusammen aus Ärzten, aus Pflege, aus den Therapeuten, aus Psychologen, bei uns in der Klinik dann häufig noch das Case Management, die sich darum kümmern, vor allen Dingen auch Angehörigen Beratung zu machen, sich zu überlegen, welche Hilfsmittel brauchen die Patienten zu Hause, welche Hilfen auch personell sind zu Hause erforderlich, damit die Patienten möglichst lang in der häuslichen Umgebung bleiben können. Deswegen gibt es bei uns in der Klinik die Parkinson-Komplexbehandlung. Sage ich mal ganz kurz erläutern dazu. Das ist im Grunde genommen gedacht für Patienten, die von diesem Team, das ich gerade geschildert habe, profitieren sollen und die nicht, wie sonst ja häufig im Krankenhaus, nur mal so ein paar Tage in der Klinik sind, sondern über einen längeren Zeitraum von 2 bis 3 Wochen in der Klinik bleiben, weil Parkinson-Therapie etwas ist, was einfach Zeit erfordert und weil so eine Medikamentenanpassung und diese Trainings mit den Therapeuten einfach lange und intensiv durchgeführt werden sollen. Dafür ist die Parkinson-Komplexbehandlung gedacht. Und hier habe ich nochmal aufgeschrieben, nicht jeder Parkinson-Patient profitiert sicherlich von der Parkinson-Komplexbehandlung, sondern das sind sicherlich Patienten eher in den fortgeschrittenen Krankheitsstadien, die schon zunehmende motorische Einschränkungen haben, denen es dann auch schwerfällt, so häufig zum Hausarzt oder zum Neurologen zu gehen. Das sind Patienten mit Medikamentennebenwirkungen, die eine sehr genaue Medikationsanpassung erforderlich machen, wo man unter Umständen so alle 1-2 Tage an der Medikation irgendetwas verändert, um eine optimale Einstellung hinzubekommen. Und es sind natürlich die Patienten mit den nicht-motorischen Symptomen. Denen würden wir anbieten, sich so zu so einer etwas längeren Therapiezeit bei uns in der Parkinson-Komplexbehandlung vorzustellen. Ja, damit bin ich schon am Ende meiner Präsentation und bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn es Fragen gibt. Jetzt gucken wir mal. Noch sehe ich keine im Chat. Wir warten mal einfach einen Moment. Das freut mich, dass ich gut zu verstehen war, offensichtlich. Sieht fast aus, als hätte ich alle Fragen beantwortet. Nein, da kommt jetzt doch eine. Hier gibt es eine Frage. Fallen schnelle und kurze Schritte unter Überbeweglichkeit? Nein, das tun sie nicht. Das ist nicht eine Folge der Überdosierung von Medikamenten und von sogenannten Hyperkinesien, sondern das ist tatsächlich ein originäres Symptom des Morbus Parkinson. Das entsteht wahrscheinlich dadurch, es gibt sogenanntes Freezing und es gibt diese On- und Off-Phasen. Und es kann passieren, dass Sie beim Gehen plötzlich einfach stehen bleiben. Und Sie haben vorhin dieses Schema gesehen, die Patienten, die stehen dann da eher so mit vornübergebeugtem Oberkörper und wenn die versuchen loszulaufen, dann trippeln die zunächst mal. Die trippeln so ganz schnelle, kurze Schritte, um sozusagen dieses Ungleichgewicht auszugleichen. Das ist aber nicht Folge von etwa zu viel Dopa, sondern das ist eher einerseits zu wenig Medikament und andererseits vor allen Dingen eine Aufgabe für die Physiotherapie, zu lernen, große, raumgreifende Schritte zu machen. Also eher nicht Überbeweglichkeit im Sinne von
Medikamentennebenwirkung. Jetzt gibt es die Frage, welche Medikamente sollten in dieser Situation bevorzugt eingesetzt werden? Ich nehme an, Sie beziehen sich nochmal vor allen Dingen auf die Gangstörung. Da ist es ähnlich wie bei den anderen Parkinson-Symptomen auch so. Man muss mal ein bisschen gucken, wie ausgeprägt ist das. Bei nur einer leichten Ausprägung würde ich immer sagen, ein Dopa-Agonist. Meistens ist es aber, wenn die Gangstörung schon so ausgeprägt ist, doch erforderlich, L-Dopa selbst zu geben. Und die Gangstörung ist vor allen Dingen was nicht allein medikamentös behandelt werden sollte, sondern das ist vor allen Dingen eine Aufgabe für Physiotherapeuten. Also da ist ganz wichtig eine Gangschule. Man muss sich überlegen, welche Hilfsmittel muss man unter Umständen verwenden, um einen sichereren Gang hinzubekommen. Also das ist ganz maßgeblich Physiotherapie und Medikation auch und wenn dann am ehesten L-Dopa. Gut, mir scheint, das waren die Fragen. Dann bedanke ich mich nochmal für die Aufmerksamkeit. Immerhin.